Yes, they did it again. Im Dau am Support neue Kaufnachfrage und ein Longsignal im Tageschart. Das macht Hoffnung auf mehr und auch Appetit auf mehr im Dau, natürlich auch bei den anderen Indizes nur den Dau. Habe ich heute mal als Vertreter genommen, weil er halt gerne auch angeschaut wird an den US-Indizes, wird auch gerne zum Traden benutzt. Deswegen blicken wir heute in den DAO nach dem fulminanten Wochenstart. Ist jetzt natürlich die Frage, geht es einfach so weiter oder war das nur ein kurzer Ausflug nach oben und zack, werden wir uns die nächsten Tage wieder. Mit der Chartunterseite beschäftigen. Man weiß es nicht, aber der Chart sieht auf alle Fälle wieder ein bisschen anders aus als in der letzten Woche. Das Ganze schauen wir uns natürlich gleich live in den tickenden Charts ein. Dazu schauen wir mal so ein bisschen noch auf den Goldchart. Gerne auch den ein oder anderen Wunschmarkt an dieser Stelle. Also da ist. Heute auch einiges sehr, sehr Interessantes an den Märkten los. Wie schon gesagt, wer einen Wunsch hat, bitte einfach rein in die Chats auf Zoom und GoToWebinar. Zoom läuft schon hier. Guten Morgen zurück. Facebook auch. Jawohl, am Start und Erster. <laughs> Klasse. Wunderbar. Ja, wie geht's weiter? Wie immer der Risikohinweis. Zunächst erstmal bitte ich in Gänze zur Kenntnis zu nehmen, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und dann blicken wir auf die Nachrichten, da ist wieder ein bisschen Ebbe. Also viel ist momentan nicht los, aber wie schon gesagt, Nachrichten kommen auch einiges zum Thema der Einkaufsmanager-Indizes. Ja, da hatten wir ja gestern einige, habe ich gerade mal hier drüben am Monitor noch im Blick. Allesamt gut. Überraschung, grüne Zahlen, das klingt schon mal sehr nach Erholung bei den Einkaufsmanagern. Warum auch nicht, ne? Es läuft langsam, aber sicher Stück für Stück durch die Vakzine in Richtung Normalisierung. Ich sage aber mit Absicht nur... Es läuft in Richtung Normalisierung. Wir sind bei weitem noch extrem weit davon entfernt. Aber ich glaube, das muss ich hier an dieser Stelle nicht extra dazu sagen. Heute, wie schon gesagt, nicht wirklich viel. Wir bekommen die Arbeitslosenzahlen hier bei uns aus Deutschland kurz vor 10 und den Verbraucherpreisindex in der EU. Das Ganze um 11. Letzteres übrigens, ja, das, was in den letzten Wochen immer wieder heiß diskutiert wird an den Börsen. Kriegen wir eine starke Inflation oder nicht? Die Angst ist auf alle Fälle da, die langfristigen Zinsen steigen, die Lage dort beruhigt sich wieder ein bisschen, da sage ich nachher im Wall Street Traders schon ein bisschen mehr dazu, aber nichtsdestotrotz an dieser Stelle haben wir das Ganze heute auf der Uhr und damit würde ich sagen gehen wir direkt in die Charts hinein und legen los mit dem Blick in ja, die Indexgeschichte. Wir sehen es hier im Dow, ich mache den Chart auch gleich mal noch groß dass den jeder gut sehen kann und damit können wir uns dann mit den Details besprechen und zwar mit den Details, die wir hier an dieser Stelle in den Charts auch sehen und da ist natürlich zunächst der Blick entsprechend in den Tageschart zu richten und das ist das, was ich gestern gesehen habe, was jeder, wo jeder von Zeuge werden konnte dieser große Anstieg zur Oberseite hin. Das hat ähm, am Vormittag ein bisschen angefangen. Ich gehe mal, bevor ich hier ähm, in das äh, Tagesbild nochmal aufgehe. Die Kerze kann hier, glaube ich, jeder sehen von gestern. Diese schöne, starke Tageskerze. Ähm, und da stellt sich immer so ein bisschen die Frage ähm, der Nachhaltigkeit. Wie nachhaltig kann denn sowas entsprechend sein, wenn wir an einem Tag so nach oben schießen? Da hat man es ja schon sehr, sehr oft erlebt, dass man am nächsten Tag komplett die Gegenrichtung ähm, ähm, runterschießt und wir das alte Zwischentief rausnehmen und dann entsprechend einen Abwärtstrend bekommen und an dieser Stelle sage ich ja Leute das kann entsprechend passieren es gibt nur eine Kleinigkeit ähm, auf die ich hier gerne noch mit hinweisen möchte ich nur mal ganz ganz kurz ähm, auf den auf den äh, auf den äh, Chart hier eingegangen wenn wir mal kurz schauen wollen das ist jetzt der Stundenchart ne wenn wir mal kurz schauen wollen wann die schöne Aufwärtsbewegung gekommen ist hier das war die schöne, starke Aufwärtsbewegung, die wir bekommen haben. Und schaut mal auf die Zeit, das war zur US-Börsenhandelszeit. Ja? Und das ist, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Fakt. Es gibt nämlich riesengroße Unterschiede, ob diese starken Anstiege zur Vor- oder Nachhandelszeit kommen oder dann, wenn die Big Boys aus den USA dabei sind. Und dazu einfach mal ein ganz kleiner Hinweis. Etwas, das jeder für sich kostenfrei nutzen kann, ja, kostet keinen Cent. Gut, man braucht eine Internetverbindung, ähm, ganz klar. Aber wer sich das mal kurz anschauen wollt, schaut einfach mal kurz hier drauf. Schaut mal hier auf Finwitz beispielsweise, da kann man das sehr, sehr schön sehen. Auf der ersten Seite, auf der Mainpage von Finwitz, sieht man entsprechend, was während der Haupthandelszeit passiert ist. So und da seht ihr Dow 195 Nasdaq 3 S&P 238 und das ist wie schon gesagt, das was zur Haupthandelszeit passiert, sieht man hier sehr sehr schön, der Anstieg zur Oberseite hin, der kam halt zur Haupthandelszeit. Und das ist wichtig, denn da sehen wir, dass das große Geld tatsächlich den Markt mit bewegt hat und nicht irgendwie die Anstiege zu einer Zeit gekommen sind, wo wir hier äh, sage ich mal das Kapital, das richtungsgebende Kapital gar nicht am Markt hatten. Das macht immer einen Unterschied. Ob das jetzt natürlich den großen Unterschied macht, dass wir direkt wieder hochstarten oder nicht, das muss man natürlich sehen. Das kann man heute nicht sagen. Aber wir haben hier an dieser Stelle jetzt natürlich wieder die Chancen, dass wir hier nach oben laufen. Wie schon gesagt, hier das Kauflevel um die 31.200 hat jetzt in diesem Sinne, in diesem Rutsch auch in der letzten Woche äh, keine allzu große Rolle gespielt. Aber wir sehen es halt, der Markt ist halt unten drunter gelaufen. Im haben wir hier gehabt 30838 zähler und da ging es direkt wieder über diesen kaufbereich drüber also von der von diesem sinne her um dieses band kam dann direkt die die, die sag ich mal die kauflage ähm, auch wieder rein und wenn man auch mal sieht wo es gekommen ist das werden wir gleich im kleineren chart auch sehen dann sehen wir schon dass das auch ein relativ relevantes level gewesen ist wo der markt dann aufgeschlagen ist und direkt wieder nach oben gedreht hat mit blick auf den chart an sich ähm, haben wir auch noch einiges an potenzial Drinnen liegen. Wenn wir uns die Oberseite mal anschauen, dann selbstredend erstmal übers Tageshoch von gestern drüber, ähm, dann hier Richtung Allzeithoch bei 32.072 Punkten. Das wäre das eine. Das nächste Ziel liegt noch ein Stück weit oben drüber. Ich habe das mal drin liegen lassen. Ich habe ja mit äh, diesem Dow Jones äh, Index schon mal eine Grundchartbesprechung gemacht, welches Potenzial wird denn aus der letzten Korrektur von unten nach oben raus bekommen können und wenn wir das mal sehen ähm, in dem schub zur oberseite hin bis die korrektur hier angefangen hat sind wir ja schon über die 32.000 punkte marke gestiegen und wenn man einfach mal äh, die korrektur hier unten oben drauf doppelt sind wir bei 32.300 also da gibt es rein äh, von der von der <laughs> mal nach zahlen fraktion sozusagen ähm, auf der oberseite schon immer wieder gute anlaufbereiche und da sind wir hier halt als nächstes rein äh, von der technik her Gut und gerne Richtung 32.300 Punkte auch unterwegs, wenn es nach oben geht. Die Chance haben wir. Ansonsten müssen wir die Unterseite betrachten. Sollten wir heute keinen Follow-through-Day bekommen, sondern wieder einen massiven Abverkauf, dann wird es halt wichtig, was hier unten passiert. Vortagestief wird wichtig und natürlich hier das Vorwochentief, da wird es wichtig. Wenn wir das rausfliegen sehen, das heißt, wenn das hier eine sogenannte Bullenfalle gewesen ist, wenn sich das als Bullenfalle herausstellen sollte, ja, dann müssen wir uns darauf anstellen oder einstellen, dass die Gegenbewegung zu dem großen Wochentrend doch noch ein Stückchen tiefer läuft. Und der nächste größere Anlaufpunkt, der liegt halt erst hier unten bei 29.660 Zählern. Das ist das Zwischentief im großen Wochentrend hier. Das ist dieser hier, den ich hier eingezeichnet habe. Ne? Das ist der, der hier die Richtung vorgibt. Das ist dann schon ähm, doch eine Sache, wo man sagen muss, okay, da ist viel, viel Luft zur Unterseite. Nur. Ob es soweit kommt oder nicht, das sei erstmal dahingestellt. Wir machen das, was wir hier an dieser Stelle immer machen. Wir richten uns einfach nach dem, was der Markt uns vorgibt. Und da schauen wir jetzt mal unter dieser Maßgabe entsprechend hier rein in den äh, Stundenchart. Und da sehen wir den historischen Chartverlauf hier, den massiven Abverkauf. Und ich hatte ja versprochen, wir schauen mal kurz ein Stück zurück äh, in die äh, Vergangenheit. Und da muss ich mal ein bisschen kleiner zoomen. Das Level hier unten, das Zwischentief, das Vorwochentief bei 30.838, das ist halt ein Bereich, der durchaus äh, historisch gesehen ähm, Relevanzen hatte. Und zwar sind wir an dieser Stelle immer wieder schon in Drehbereich reingekommen. Schaut mal, hier war es relevant, hier was relevant, hier relevant, hier was relevant, hier in diesem Bereich. Na? Hier war es relevant, hier haben wir es gehabt. Hier haben wir es gehabt und dann sind wir hier drüber gegangen und jetzt hat man hier wieder eine Relevanz. Also, man sieht, dass dieser Bereich durchaus relevant ist, um das Ganze weiter zur Oberseite hin zu treiben, beziehungsweise als Kaufbereich zu haben. Und deswegen sollte man darauf auch schauen. Und deswegen schauen wir hier auch regelmäßig in die kleineren Zeiteinheiten. Da kann man sowas nämlich deutlich besser auch erkennen. Und das ist der Stundenchart, wie gesagt, vom DAO. Ich mache das Ganze gleich wieder ein bisschen größer. Und da sehen wir auch hier, ähm, was geschehen ist. Ich mache das mal ganz kurz rein hier. Das war der Aufwärtsbewegungstrend, der ist hier gebrochen worden. Aber ähm, hier muss man einfach auch schauen, was passiert ist. Und da sehen wir ganz, ganz klar. Dass wir hier den Abwärtstrend hatten und der ist hier an dieser Stelle nach oben hin gebrochen worden. Und das einfach mal in einem etwas größeren Kontext. Das heißt nicht auf die aller, aller kleinsten Trends, dass man hier irgendwo im Minutenchart äh, traden muss. Nein, wir schauen jetzt einfach mal kurz auf das, was für uns relevant war, ähm, hier in dieser Maßgabe zur Oberseite hin und schaut mal. An dieser Stelle sind wir hier nach unten getrendet, ja, das sind mal die ganzen Linien, die wir hier drinnen liegen haben, das Ganze und dann ging es halt hier deutlich runter. Ich hatte das ja schon mal gezeigt, wir haben extreme Volatilitäten gehabt, also das ist so ein bisschen das, was untergeordnet gelaufen ist und dann sind wir halt rumgedreht. Und das Rumgedrehte, das ist jetzt sehr, sehr interessant, denn wenn wir mal schauen wollen, hier ging es nach oben. Korrektur, dann gab es erstmal die Trendbildung, dann die Korrektur, dann sind wir hier über dieses Level drüber gelaufen und zwar ordentlich mit Druck und da kam dann der US-Markt rein, hier an dieser Stelle. Das ist das, was jetzt nach oben gelaufen ist. Der starke Schub nach oben. Und das ist jetzt die große blaue Linie, die wir gerade gesehen hatten, die jetzt hier nach unten läuft. Und da wird es jetzt natürlich sehr, sehr interessant, wenn man das Ganze jetzt mal so sehen möchte, wie wir das hier auch sehen können, dass wir hier, wie schon gesagt, im Chart haben wir es gerade gesehen, ganz klar und klassisch nach oben gelaufen sind. Das war die starke Bewegung. Da haben wir hier den untergeordneten Trendverlauf gesehen. Und jetzt haben wir hier. Die korrektive Phase in Form einer Flagge. Und da sehen wir halt auch einen Trend, der hier nach unten läuft. Der gibt uns jetzt die Korrekturrichtung vor. Und wenn wir dort dann wieder oben drüber ausbrechen, das ist dann die nächste Chance, in die Oberseite reinzulaufen. Und wenn der Markt das tatsächlich spielt, dann zeigt er uns ja, wir wollen hier tatsächlich nach oben. Und da gibt es auf der Oberseite zu, zum Allzeithoch noch ein paar Anlaufmarken, die hier wichtig sind, wo wir durchaus Kaufdruck in den Markt reinbekommen könnten. Und zwar ist das zum einen hier das Level um die 31.660 Punkte und zum anderen hier oben dieser Drehbereich. Hier oben hat sich ja ziemlich stark die Richtung gewechselt. Die Marke um die 31.920. Woher das kommt, man sieht es ja hier gar nicht so klar. Das möchte ich auch mal kurz zeigen. Da müssen wir allerdings mal in den 15-Minuten-Chart reingehen, damit wir die Trends ein bisschen besser sehen können. Die Zwischenhochs hier, das ist der 15-Minuten-Verlauf hier. Oben ist der Abwärtstrend begonnen. Hier nochmal die sozusagen die Haltephase. Hier oben haben wir das Doppeltop gehabt und dann ging es hier richtig stark nach unten. Das Level, was hier gebrochen wurde, hat dann echt nicht mehr gehalten, der alte Support. Und dann ging es halt stark nach unten. Und dann hat man nach diesem ersten deutlichen Move hier eine Korrektur zur Oberseite hin. Und da wurde gedreht und deswegen ging es dann nach unten. Und dieser Bereich, dieses Level, was wir hier haben, um die ähm, 31.680, wir sehen es auch hier, Relevanz, hier ein bisschen darunter auch die Relevanz, das ist das, wo wir jetzt umgedreht sind. Und das ist jetzt halt die interessante Story, wenn wir hier tatsächlich wieder nach oben laufen, dann wird es interessant, wenn hier plötzlich Absicherungsorders von den Shorthändlern, die die Korrektur gehandelt haben, liegen, dann dürfte das Dynamik nach oben bringen und das sollte dann hier oben weitergehen, bis wir in den Widerstandsbereich reingehen. Das aus reiner klassischer, ähm, ähm, sage ich mal, Struktur heraus... Wie man die Erfahrungen an den Märkten auch hat, würde mich nicht wundern, wenn der Markt so etwas spielt. Falls, und das ist jetzt das Falls. Wir tatsächlich nach oben laufen. Schiebt sich das, was hier nach oder schickt sich das, was hier gestern nach oben lief, allerdings als ähm, ein Strohfeuer an, also als ein sogenannter Fake-Breakout. Dann müssen wir einfach schauen, dann wird die Unterseite definitiv interessant. Da können wir uns auf das stützen, was wir gestern hier gehabt haben. Wartet mal, da muss ich mal diese Linie hier noch ein bisschen runterziehen. Wichtige Level sind dann selbstverständlich hier. Ich weiß, da ist viel Luft nach oben hin, äh, nach unten hin. Aber das nächste wichtige Level, was wir hier zum Anlaufen haben, wäre hier unten die Marke von, ich sag mal, grob über den Daumen 31.200 Punkte. Hier haben wir da das kleine Zwischentief. Und dann haben wir noch die LOS unten drunter liegen hier, die 31.108 dann der Auffangbereich bei 30.838 und wenn der nicht hilft, dann können wir uns hier drüben in der Historie noch an ein paar Zwischentiefs entsprechend hier bei der inversen SKS hier drüben ähm, orientieren und da hätten wir hier die Marke um die 30.650 bzw. 30.520. Also wir haben auf beiden Seiten etwas drinnen, was durchaus gut und gerne planbar ist, aber wir müssen auch für die kurzfristigen Trader noch mal ganz kurz schauen hier, auf diesen starken Schub nach oben. Da müssen wir nochmal eben in die 5 Minuten reingehen, weil der ist ja da. Das ist jetzt die große Luft sozusagen, wo wir einfach nur die Schübe gerade nach oben gesehen haben äh, im Stundenchart Und das sehen wir halt auch hier, selbst da, da gibt es nicht wirklich was. Ne? Da fängt nicht wirklich etwas auf. Etwas, was man sich anschauen kann, wäre mal hier unten dieses Level. Ähm, als der Markt hier, komm mal mit hier, als der Markt hier gedreht hat in diesem Bereich, hier das grobe Bereich, die Marke von 31.300 Punkten. Das ist etwas, das kann man so ein bisschen identifizieren. Hier, wo der schöne, starke Aufschub gestartet worden ist, das ist dann interessant. Da kann man gut und gerne wirklich entsprechend mit hinschauen. Das ist der Blick in den tau So, das hätten wir da. Ähm, und dann machen wir mal ganz kurz äh, noch weiter mit dem Blick in das Gold. Das hatte ich ja auch gesagt. Und dann schauen wir mal auf die Wunschmärkte. Im Facebook haben wir heute keine. Dafür kommt ein bisschen was rüber hier bei uns im Zoom. Und äh, da haben wir US-Dollar, Schweizer Franken. Ähm den äh, britisches Pfund kann Dollar wird gefragt und äh, das Öl, äh, das Ganze hier entsprechend auch nochmal mit betrachtet. Na klar, das gucken wir uns an. Ich möchte zunächst allerdings nochmal kurz auf ein was eingehen. Jetzt nicht großartig auf die Chart-Situationen, aber auf einen Unterschied. Und zwar schauen wir uns ja gerne Gold und Silber mal an. An dieser Stelle. Äh, und hier mal eben der Blick in Den Chart vom Silber und da sehen wir ganz klar, wir haben hier einen sehr, sehr stark aufwärts gerichteten Markt. Ne? Der ist jetzt hier in der Korrektur drinnen, dreht hier gerade nach unten hin, macht also gerade wieder einen Abwärtstrend. Nachdem wir hier im Spike hoch bei 3009 gewesen sind, ähm, sind wir jetzt dann runtergelaufen, eine Korrektur gehabt. Und jetzt haben wir hier einen Abwärtstrend gebildet. Dieser Abwärtstrend, der hier gebildet worden ist, der hat als nächste, als nächstes Level auf der chart unterseite wenn wir uns mal die Bereiche anschauen hier, wenn diese 26-Dollar-Marke tatsächlich unterschritten wird, wäre hier der nächste Auffangbereich um die 25 US-Dollar. Aber im großen gesamten Bild äh, haben wir hier halt einen aufwärtsstrebenden Markt. Man muss halt jetzt einfach nur schauen, ob der Korrekturtrend hier nach unten nur ein Korrekturtrend ist und wir hier um die 26-Dollar-Marke wieder deutlich nach oben laufen oder ob wir tatsächlich unten dieses Drehlevel um die 25-Dollar-Marke anlaufen. Das kurz der Blick in Silber. So, und jetzt bitte festhalten, für alle, die wissen, dass der Gold- und der Silberpreis immer identisch laufen, das immer kann man auch mal in Anführungsstrichen setzen. Hier ist der Goldpreis und da sehen wir, einen klassischen Abwärtstrend, der ganz normal in der Dynamik liegt. Und damit sieht man gerade so ein bisschen das Thema der Anomalie. Der Goldpreis ist ziemlich stark unter Druck. Das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass der Dollar wieder stärker wird. Und der nächste Anlaufpunkt im Gold ist mal hier dieser Drehbereich, dieser Wechselbereich um die Marke von 16.080. Also hier testen wir hier jetzt gerade den runden Bereich um die. 1700 US-Dollar und wenn es da auch kein Halten gibt, dann ist hier gut mit Blick auf den Goldchart noch Nochmal ganz kurz für das kurzfristige Trading hier an dieser Stelle. Wir sind jetzt hier in die weite Bewegung reingelaufen. Das heißt, das, was wir hier unten bzw. hier in diesem Chart als Korrektur gehabt haben, das ging ja hier oben rein bis in den Bereich um die. 1814 Punkte, wenn wir das mal unten drunter draufsetzen, hier als Ausbruchslevel, da sind wir schon gut und gerne reingelaufen. Das heißt, es würde mich jetzt nicht wundern, wenn es auch mal ein bisschen Erholung gibt hier oben in den Bereich um die 1760, 1765 rein. Also hier der letzte Bereich, den können wir jetzt eigentlich auch mal zum Widerstandsbereich inzwischen machen, ist ja kein Aufhaltebereich mehr, sondern ein Widerstandsbereich. Das würde mich nicht wundern, wenn das kommt, wenn das passiert. Noch ein kurzer Rücklauf und dann wieder den Dreh nach unten. Das wird interessant, das habe ich im Blick, wenn es für morgen interessant wird, gerne hier auch als Handelsidee mal aufgespielt. Aber ähm, das müssen wir erstmal so ein bisschen abwarten, wie sich der Markt an dieser Stelle entwickelt. Dann schauen wir jetzt auf die Währungspaare. US-Dollar, Schweizer-Franken wird gefragt. Den schauen wir uns auch gleich mal mit an. Ähm, das Ganze hier. So, US-Dollar, Schweizer-Franken. Moment. Wo bist du? US-Dollar. Na sowas? Wo sind denn meine Charts hin? <laughs> Leute, ist das witzig. Ach, Metatrader, was denn hier los? Da ist er. So, haben wir. <laughs> Der Bulle. Ohne Ende. Klasse. Wir brechen gerade auf auf neue Hochs hier im Stundenchart. Kurz mal noch der Blick in den Tageschart. Da sehen wir, wie der Markt nach oben strebt und wie schnell der Markt sich hier nach oben bewegt, hier in das nächste Widerstandslevel rein. Ich sag mal ganz grob über den Daumen hier ähm, gewedelt. Nächstes Kursziel hm, 09160. Hier oben, da haben wir den dicken Widerstand. Der ist intakt, der ist klasse da. Das ist eine richtig feine Geschichte. Der Aufwärtstrend strebt ja schön nach oben, kommt da oben aber in dem Widerstandsbereich auch so langsam in seinen Grenzbereich rein. Und das muss man so ein bisschen auf der Uhr mit haben, denn diese Grenzbereiche, die müssen nicht zwangsweise etwas am, am, klassischen, ähm, am, am klassischen Trendverlauf ändern. Also ganz normal, die müssen den Trend nicht brechen, aber... Wenn man merkt, dass wir aus einer korrektiven Phase, wie wir sie hier gehabt haben, das Potenzial einfach mal oben drauf packen, jetzt muss ich mal gucken, jawohl, ja, guckt mal hier. Das hier oben rauf. Da laufen wir klassisch vom Potenzial schon Richtung Widerstand rein. Also wir, wir gehen jetzt schon in den Maximalbereich langsam über, das Potenzial aus der letzten Korrektur raus. Und da, wenn wir in solchen Maximalbereichen auch noch ein wichtiges Widerstandslevel, die drinne liegen haben. Das ist dann schon interessant, war. Schaut mal hier euch diesen Bereich an. Wir sind ja da oben in der Ecke, äh, wo ich gerade hier die Einzeichnung auch mache, sind wir ja mit einigen Korrekturspitzen gesegnet aus der Vergangenheit, ne? Und die liegen halt genau in diesem Bereich. Und die liegen halt hier auch in diesem Zielbereich vom rein klassischen Potenzial. Und da ist es echt hochinteressant zu sehen, was passiert. Denn nicht selten kriegen wir hier erstmal eine kleine... Korrektive Phase. Und wenn wir uns die mal ganz kurz anschauen möchten, und ich rede hier wirklich nur erst einmal von einer Korrektur, ja, das ist ganz, ganz wichtig zu wissen, dann gehen wir jetzt mal kurz hier in den Stundenchart rein und da sehen wir, dass der Trend halt auch sehr, sehr, sehr stark nach oben läuft und man sieht momentan in keinster Art und Weise hier irgendwie eine Schwäche das heißt aber nicht dass wir die schwäche bekommen können das heißt jetzt an dieser stelle nur dass ich jetzt euch an diesem punkt hier noch gar nicht so genau sagen kann wann wir nach unten schieben. aus jetziger sicht sehen wir halt einfach nur ähm, rein von der charttechnik her. Dass wir hier auf der Unterseite eine stärker, einen, eine, eine stärker steigende Seite als die Oberseite haben. Das ist so ein bisschen ähm, das Thema eines, eines Keils. Nur, ähm, dieser Keil ist jetzt zwar ersichtlich und so ein Keil äh, deutet unter Umständen auch mal ohne weiteres äh, ein nahes Ende einer, einer, einer Bewegung oder eines Trends an. Aber. Wir sind hier so stark unterwegs, dass es gar nicht sein muss, dass schon das Ende da ist. Denn hier an dieser Stelle haben wir, wenn wir uns mal kurz noch die äh, Währungen anschauen wollen, wir gehen mal kurz auf die Futures. Da brauchen wir den Currencies ähm, und da schauen wir uns mal kurz an. Schaut mal, der US-Dollar ist wieder sehr, sehr, sehr stark. Ja, das ist halt ein wichtiger Punkt und das ist halt auch heute hier der US-Dollar. Dieses Hickhack, dieses Hin und Her um die 90, ja, das ist noch in meinen Augen längst nicht zu Ende. Und wir sehen, was der Markt hier macht. Das sind halt ganz klassische Fallenbereiche, ja, hier unten. Ähm, wir hatten ja über die, äh, über die inverse SKS im Euro-US-Dollar auch gesprochen. Ähm, da haben wir immer wieder Chancen auf beide Seiten, und wir hatten ja hier die Chance, auch den Fake Breakout zu traden, was auch gut läuft momentan. Ähm, wir schauen uns den Euro-US-Dollar auch gleich an. und Wir sehen hier, ähm, der US-Dollar wird deutlich stark. Der legt nach oben hinzu. Da wird es natürlich jetzt sehr, sehr spannend, was hier oben um die 91,50 passiert. Und wenn wir uns dahingegen mal den Schweizer Franken anschauen, da sehen wir, dass der hier unten reinläuft weiter in die Schwäche. So, jetzt sehen wir allerdings hier im Schweizer Franken, wir haben hier im einen Unterstützungsbereich um die 109 und im US-Dollar sehen wir, dass wir hier oben in diesem Bereich um die 91,50 einen Widerstandsbereich haben. Also, das heißt: Nummer eins, der US-Dollar ist stark, der Schweizer Franken ist schwach. Deswegen sehen wir hier den starken Aufwärtstrend. Nummer zwei. Der US-Dollar läuft jetzt langsam in einen Widerstandsbereich rein, der Schweizer Franken in einen Unterstützungsbereich. Wenn wir dort eine kurze Gegenreaktion bekommen, heißt das hier, der US-Dollar wird schwächer, der Schweizer Franken wird stärker. Das könnte dann dazu führen, dass wir tatsächlich die Korrektur zur Unterseite sehen. Und aus jetziger Sicht bietet es sich an, einfach mal den Trendverlauf zu nehmen. Und ich sage mal so, ich sag mal so, hier unten drunter, unter die 09140, das wäre jetzt mal ein Punkt, wo ich sagen würde, okay, das wäre mal ein bestätigter Ausbruch aus diesem, aus diesem Keil. Und dann können wir uns zur Unterseite ein bisschen äh, Luft nehmen. Hier unten die Anlaufpunkte dann 91 um die 24. Dann zunächst erstmal auch dieses größere Ausbruchslevel hier. Das ist auch wieder ein Bereich, den kann man nicht auf den letzten Pip festnageln. Das ist hier so die, die, die Ecke zwischen äh, 90, 95 und, äh, und 91. Und dann haben wir hier noch ein Zwischentief, was man auch ohne weiteres als Anlaufpunkt nehmen kann für die Planung der Korrektur im Kurzfristbereich um die 0,90, 70. Das ist die Unterseite, die wir hier sehen. Das ist das. Wo ich sage, wenn wir eine Korrektur bekommen, wären das mal die nächsten Anlaufpunkte zur Unterseite hin. Ansonsten, wie schon gesagt, hier oben ist noch ein bisschen Luft na? und sollten wir tatsächlich äh, an, den, an dem Widerstand im US-Dollar und an der Unterstützung in den Schweizer Franken jeweils Druck reinbekommen. Das heißt, dass am Dollar gekauft wird oben am Widerstand und im Schweizer Franken unten verkauft wird, dann läuft das Ding einfach nach oben durch und dann gehen wir hier in die nächsten Zonen rein. Hier im US-Dollar, Schweizer Franken wäre mal das hier locker. Der Bereich hier oben um die, naja, knapp 0,93. Also Leute, da ist ordentlich. Musik drin gerade. Das hätten wir. So, was haben wir noch? Britisches Pfund, kanadischer Dollar. Schauen wir uns auch an. Hier haben wir einen Pfund kann Dollar. Da ist er da und da haben wir momentan eine Schwächephase. Wir sind hier also ganz klar äh, in den korrektiven Modus auch reingegangen. Hier, das sehen wir hier an dieser Stelle sehr, sehr, sehr stark. Das heißt, äh, hier an dieser Stelle äh, sind wir in diese Bewegung reingelaufen. Weit hier sehen wir auch den Keil, der hier irgendwo noch da ist, der ist jetzt nach unten durchbrochen worden. Ähm, mit Blick auf den Tagesschatz sehen wir es auch stark nach oben gelaufen und jetzt trendet der Markt so ein bisschen runter. Hier oben diese Ecke um die 1,76, naja ich sag mal grob 40, dieses Level, dieses Schwankungslevel hier ähm, ist halt ein Bereich, der ist durchaus ähm, relevant für das Thema der korrektiven Phase und wenn wir uns das mal ganz kurz im 4 Stunden Trend auch anschauen wollen, da sehen wir ein klassischer Abwärtstrend ist jetzt hier noch nicht vorhanden. Ne? Wir sind jetzt hier zwar kurz im Kleinen mal nach unten gelaufen, dann aber direkt wieder hoch und jetzt wieder runter. Jetzt sammeln wir uns hier unten in diesem ehemaligen Schwungbereich hier. Wartet mal, ich muss das mal ganz kurz ähm, rausnehmen. Ähm, eine kleine Unterstützung reinzeichnen, denn die brauchen wir mal hier. Schaut mal, dieser Bereich hier unten, das ist etwas, das ist ein Unterstützungslevel, ein ganz kleines, hauchdünnes, aber wir sehen, es ist halt marktrelevant. Ne? Das war hier drüben auch immer mal. Drehpunkt, deswegen hier unten äh, dieses Schwunglevel, wo wir drunter spiken und direkt wieder hochgehen. Das ist jetzt interessant zu sehen. Laufen wir dort unten drunter? Also ist das hier das Sammeln auf einem sehr, sehr tiefen Niveau? Das ist für mich so jetzt in dieser Verordnung eher so ein bisschen ein Schwächezeichen, wenn wir tatsächlich keine Kraft finden hier da gleich wieder nach oben nachlaufen. Je länger das Ding hier unten dauert, je schwächer wird das. Und wenn wir dann Durchziehen zur Unterseite hin, dann haben wir hier einen bestätigten Abwärtstrend, und da können wir dann gut und gerne die Unterseite auch mit anlaufen. Das heißt, wenn wir hier unter dieses Tief bei, äh, bei 1,7550 in etwa laufen, dann ist der Weg nach unten in die korrektive Phase erstmal frei. Wohlgemerkt, es ist nur eine Korrektur, noch nicht mehr an dieser Stelle. Das heißt hier, wenn wir uns das Ganze mal anschauen wollen, schön an den Zwischenlos orientieren. Da haben wir ein paar interessante Punkte liegen, die wir hier durchaus annehmen können. Das heißt, das fängt dann hier oben an bei 1,7510, 1,7475. Und hier unten haben wir un ungefähr den Drehbereich um die 1,75, um die 1,7350 rum in etwa. Also das ist interessant. Und wenn wir uns das Ganze mal kurz auf dem Tageschart anschauen wollen, dann sind das halt alles Anlaufpunkte im Rahmen dieser Aufwärtsbewegung. Also eine ganz klassische Korrektur in die Tiefe unten rein. Wird spannend, schön gesehen. Hoffe, es hat etwas geholfen. So, dann haben wir jetzt noch. Das Thema Öl und das Thema Euro-US-Dollar. Wir gehen mal eben noch auf den Euro-US-Dollar ein hier an dieser Stelle. Und da sehen wir auch ganz, ganz klassisch, die SKS war ein Fake Breakout und wir sind jetzt hier schon unter das Tief dieses kleinen Aufwärtstrends drunter gelaufen. Das heißt ganz klassisch, das Ding ist hier fehlgeschlagen, wurde bestätigt, jetzt zieht es das Ganze nach unten. Ich sage an dieser Stelle auch immer noch. Das Hickhack ist hier noch längst nicht vorbei. Es wird jetzt interessant, ob der Markt hier diese 1,1952 äh, rausnimmt. Sorry dafür, ich bin manchmal hier komplett im Börsentunnel. Ähm, und beim Euro weiß ich halt, da ist eine 1 davor. <laughs> Deswegen gibt es da die, die 19,52. Das kommt noch so ein bisschen auch aus den Zeiten, ähm, ähm, wo ich in der Bank auch mit dem Handel ab und zu mal telefoniert habe und wir Verkauforders oder Kauforders Kauf drin hatten. Und da wurden halt oft im Endeffekt nur die Nachkommastellen genannt. Ähm, und äh, deswegen, weil man wusste halt, wo die Aktie stand im Euro-Bereich und dann hat man nur noch die Cents hinten dran gepackt und da mal gewesen ähm, oder die Pfennige damals äh, zu D-Mark-Zeiten noch und äh, das war es halt, das ist halt in meinem Kopf so drin, das geht auch so schnell nicht raus. Aber ähm, gut, ich hoffe, das stört jetzt nicht. 1,1952 äh, ist das Tief hier unten drunter, da wird es dann hochinteressant, was passiert. Also, wenn wir das auch rausnehmen, dann geht die Korrektur oder die rallye die, die Rally zur unterseite weiter. Ähm, und das muss man einfach so ein bisschen auf der uhr mit haben. und das hängt halt damit zusammen. ich hatte das ja schon oft gesagt. Ähm, das ist jetzt halt ein thema, wo ich davon ausgehe, dass wir durch die aktuelle zinssituation in äh, der usa und äh, möglichen deutlichen besserungen, schnelleren erholungen in der us-wirtschaft ähm, dass man da durchaus äh, mehr Druck äh, auf der Käuferseite im Dollar sieht äh, und der Euro dadurch etwas leidet, der euro ist dollar und dort die Unterseite eher zum Spielen mitgibt. Und das wird jetzt interessant. Schauen wir uns das mal kurz im Stundentrendverlauf an. Da sehen wir natürlich, dass der Markt sehr, sehr tief nach unten gelaufen ist. Wir sehen auch ganz klar, dass dieser größere Aufwärtstrend definitiv aus dem Markt rausgenommen worden ist. Ne? Schaut es euch an. Hier die blaue Linie ist da und die blaue Linie hat halt jetzt den Abwärtstrend auch laufen. Na, hier läuft er stark nach unten. Hier wird es jetzt halt interessant, dadurch, dass wir hier jetzt unter die 1,20, 23 gelaufen sind, unter dieses Zwischentief hier jetzt und wir deutlich doch nach unten gelaufen sind, kann es halt schon sein, dass wir irgendwann mal eine ganz normale Korrektur sehen. Und wenn wir die Korrektur dann planen, dann brauchen wir uns nur mal die Oberseite anzuschauen, wo es hier hingehen sollte und dann sollten wir hier auch mal, wenn wir jetzt die 1.20 gerade auch testen hier unten, wenn es einen Rückschnapper gibt, dann erst einmal hier der Ausbruchsbereich 1.20, 23 in etwa da unten der erste Anlauflevel und dann können wir uns durchaus auf der Oberseite auch so ein bisschen sehen lassen. Das heißt, da haben wir dann schon, wenn wir das mal so rein klassisch nehmen wollen, hier die kleinen Zwischentiefs bzw. erstmal der Ausbruchsbereich hier, um die 1,20, 28 und dann hier, wenn es hochgehen sollte, deutlich hier um die 1,20, 60 rum. Hier gibt es noch ein kleines Zwischenkaufbereich oder Verkaufbereich um die 1,2050 50. Da ist schon ein bisschen was da, hängt alles ein bisschen damit zusammen, wie sich das Ganze geschehen hier gibt. Wichtig diese Woche ist, wir wissen es ja auch, ähm, wir haben die Arbeitsmarktdaten aus den USA, die können auch schon einiges beeinflussen. Der Arbeitsmarkt muss dann irgendwann auch liefern. Ähm, und die Fed ist ja auch noch im Hintergrund, die steuert. Und da äh, haben wir dann auch noch das Hilfspaket von Biden, äh, was jetzt sozusagen die letzten Schranken auch passiert. Äh, da dürfte nichts mehr schief gehen. Von der Seite her könnte das alles äh, den Dollar schon stützen und dort den Euro natürlich hier weiter nach unten in die Bredouille bringen. So ein bisschen der Blick in Euro-US-Dollar. Und damit, ähm, ja, würde ich sagen, hätten wir das auch besprochen. Ähm, und äh, jetzt muss ich mal kurz gucken, interessant, was da allein innerhalb der letzten Stunde auf Minutenbasis los ist. Ich vermute mal, ähm, das geht jetzt hier im, äh, im, 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 auf den Euro ein. Also mal kurz, ich mache das Ganze ja nicht so gerne, die Minuten äh, anzuschauen, ähm, weil das ist halt immer kalter Kaffee. Also wenn das jetzt nicht diejenigen mitbekommen, die hier drin sitzen in dem Webinar live, ähm, für diejenigen, die es dann in, in einer halben Stunde schauen oder in einer Stunde oder erst im Laufe des Tages, für die ist das kalter Kaffee. Was sollen die mit so einer Info noch anfangen? Ja, aber ich will mal ganz kurz hier ähm, noch drauf eingehen, wenn wir uns den kleineren Zeitrahmen hier mal geben, also wenn wir hier beispielsweise den Richtungsweg der Stunde drum. Laufen haben, ne? dann haben wir ja jetzt hier sozusagen den Bewegungsarm der Stunde. Ne? Das ist der, der hat hier oben angefangen und zog sich da drunter. Ich zeichne das mal ganz kurz ein. Also das ist der letzte Bewegungsarm hier in diesem Kontext und den können wir natürlich schön unten drunter sehen. Und das, was wir jetzt hier sehen, ist quasi der Abwärtsdruck, den wir haben, ähm, äh, den wir sehen, der Bewegungsarm. Und diesen Trend, den können wir sehr, sehr schön im 15-Minuten-Chart auch sehen. Das wäre quasi dieser hier, der hier nach unten läuft. So, und wer sich jetzt sagt, okay, ich nehme im Kleinstbereich den 15-Minuten-Chart mal als Richtungsgeber und wir haben die richtige Verortung sozusagen hier an dieser Stelle, dass wir an diesen Punkten in der Verortung her an der Stelle liegen, wo es wirklich auch Sinn macht, sowas anzuschauen. Ja, also ich sage mal, den 15-Minuten-Chart oder den Minuten-Chart. Das hat halt nicht an jeder Stelle im Chartverlauf Sinn, auf sowas zu gehen. Aber wenn wir dort so wichtige Verkaufslevels haben, wie hier um die 1,20,23, da ist das schon sehr, sehr stark. Und wenn wir hier den Schub nach unten sehen, das ist schon extrem spannend. Und wenn wir uns da diesen Bereich mal einfach kurz anschauen wollen, schaut mal, was da an dieser Stelle passiert. Ich skizziere das jetzt mit Absicht mal mit, mit der Hand ein, dass wir es im Stundenchart sozusagen auch sehen können, äh, im Minutenchart auch sehen können. Das ist halt ganz klar, ähm, dass wir hier den Verlauf nach unten haben, also hier sozusagen aus dem größeren Bild heraus, hier schon anfangen im kleinsten nach unten zu traden und wir dann dieses Level hier unten haben äh, in diesem Bereich, wo tatsächlich auch die Trendfortsetzung ansteht. Das sind ganz, ganz markante Level und da macht es dann halt wirklich Sinn, auch mal hinzuschauen, die Unterseite zu beleuchten. So, und jetzt, jetzt bitte äh, anschnallen, festhalten, <laughs> die Frisur sitzt. Wir gehen in den Minutenchart und da sehen wir die Action und da sehen wir genau das, was ich meine. Schaut euch mal hier den, äh, den Minutenchart an. Das ist sozusagen das, was rauskommt. Ich muss jetzt hier mal kurz in die, Klein in, die Klein äh, in die Kleineinheit gehen. Das war der Umschwung, den wir gesehen haben. Der kam hier und da hat sich halt im 15 minuten das ganze Ding hier ausgebildet und hier unten kam es dann halt zur Trendbildung. Ne? Und schaut euch das mal an. Mit der Trendbildung, was da für ein Knall kam, der war einfach irre. Das war das eine und das Zweite, was wir hier sehen, und das ist wirklich das hochinteressante. Aber bitte wohlgemerkt, wir sind hier im Minutenchart. Ja, das war die massive Korrektur. Das war ein Riesenanstieg und dann, das war quasi äh, sozusagen die Korrektur in den Ausbruchsbereich rein. Und dann fliegt der Markt wieder runter. Und das ist genau das, was man dann im kurzfristigen Trading braucht. Man sucht genau diese Level raus. Wir sind in einem gesunden Trend verortet. Und wir haben hier oben ganz klar den alten Verkaufsbereich nochmal gesucht. Und dann kam hier die Umkehrkerze. Und da muss man wirklich flott sein. Und dann geht das nach unten. Brrr, kurze Korrektur. Und dann zack, runter, hoch, runter, hoch. Voll den Abwärtstrend. Und das ist die Action, die wir da sehen. Und das sind wirklich perfekte Verortungen, die man für so eine kleine Zeiteinheiten hat. Wichtig halt, man braucht dazu die Zeit. Ja? Wenn man die Zeit nicht hat, wird man sowas nicht hinbekommen. Aber diejenigen von Ihnen ähm, oder von euch, die sozusagen hier zuschauen und sich solche Sachen immer wieder rausstuchen können, das gibt es immer, immer wieder. Der Markt wiederholt das. Deswegen zeige ich es hier an dieser Stelle. Also, ähm, Mirko, ich hoffe, äh, das passt soweit. Nein, der, äh, der, der Manuel hat das geschrieben. Ich hoffe, das passt soweit. An dieser Stelle, also wirklich, das ist extrem interessant, was hier zu holen ist. Und das geht halt auf allen Zeiteinheiten. Und das ist an dieser Stelle das Schöne. So, jetzt haben wir es 8 nach 9. Und wir äh, ja, haben noch die Anfrage nach dem DAX und dem Öl. Das heißt, ich würde sagen, wir gehen mal flott aufs Öl. Hier, XTI ist das Kürzel. Ähm, da sehen wir momentan auch die, äh, die aktuelle Schwächephase rein. Hier wurde die Frage gestellt. Öl dreht jetzt wieder. Ähm, ähm, ich glaube, das Öl dreht jetzt wieder nach oben. Mikrokorrektur beendet. Ähm, also wenn ich mir den Tageschart so anschaue ähm, und ähm, wartet mal, ich mache mal kurz den Zeitrahmen rein. Schaut mal, das ist der Aufwärtstrend im, 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 im Tagesschatz sozusagen, hier mit den Bewegungsarmen. Letztes Korrekturtief hier unten bei 58, 58. Ähm, das ist schon ein gutes Stückchen Korrektur, die wir jetzt zur Unterseite mit reingelegt haben. Ähm, zum Thema Ende der Korrektur. Ähm, <laughs> naja. Nee. Also erstmal äh, bezogen auf diese letzte Bewegung ist das äh, schon eine ordentliche Korrektur jetzt über drei Tage hinweg. Ähm, wir sind tief reingelaufen und mich würde es nicht wundern, wenn hier unten die 58, knapp 60 wieder als Level gelten, äh, wo man gut und gerne auf die Käuferseite wieder rumschwitzt. Äh, ich muss aber, um die Frage zu beantworten, in den, in den Stundenchart mal reingehen, äh, weil die Korrektur ist noch am Laufen und der Stundentrend auf alle Fälle schon. Also, pass auf, ich würde mal sagen, also, ich kann die Korrektur an dieser Stelle jetzt noch nicht als, als, als Charttechniker, ja. Ich kann die Korrektur als Charttechniker noch nicht äh, für beendet erklären. Das, das, kann ich ein, das kann ich hier nicht bringen. <laughs> Weil wir sind in einem Abwärtstrend verortet. Ähm, das ist ganz klar. Das, 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 das sieht man hier. Das ist der Abwärtstrend. Der ist ganz klar da. Ähm, und äh, das, was wir hier in diesem Abwärtstrend sehen momentan, äh, ist eine Korrektur. So, nicht mehr, nicht weniger. Die läuft hier irgendwo in dem Kanal nach oben. Ähm, auch ein bisschen wackelig. Äh, ich sag mal mal so. Bevor wir nicht irgendwie dieses Level hier oben rausgenommen haben, also über die Marke von 60, 50 drüber gelaufen sind, würde ich mal aus charttechnischer Sicht hier noch nicht von einem Korrekturende sprechen, sondern wir sehen da einfach nur eine Korrektur im abwärtsgerichteten Stundentrend und das war's. Also, das ist an der Seite her für mich noch längst keine Umkehr. Was ich hier mal wenigstens sehen wollen würde, um von einer Umkehr zu sprechen, weil die Dynamik war schon stark. Wir haben hier keinen starken Trend auf Tagesbasis in die Abwärtsrichtung gesehen. Und das ist halt die letzte massive Bewegung hier nach unten. Da kam halt nicht wirklich viel. Aber. Deswegen habe ich hier mal den untergeordneten Trendverlauf eingezeichnet. Das ist jetzt der Trend, der nach unten gelaufen ist, hier in diesem Schub. Und der wird halt erst hier oben rausgenommen. Und das ist jetzt der Punkt. Wartet mal, ich ziehe mal kurz die grüne Linie hoch, dass wir im roten Bereich das sehen können. Also. Da haben wir hier im Hoch, haben wir gehabt die 60, 71. Also da müssen wir mal drüber, um diesen Trend rauszunehmen. Was halt schön wäre, ist, wenn wir hier dann einen Aufwärtstrend sehen. ja Also nicht nur das kleine Geplänkel hier an dieser Stelle, sondern wenn wir dann tatsächlich etwas sehen, das wie ein Trend ausschaut. Also sowas hier. Ähm, Moment, also sowas hier. Bewegung, Korrektur, Bewegung. Das wäre schon eine coole Geschichte, das zu sehen. Da würde ich dann sagen, ja, jetzt haben wir schon eine Chance. Der Markt trendet hier wieder nach oben in einem Trend. Und dann haben wir auch gute Chancen, dass dieser Trend stark genug ist, das Level rauszunehmen. Das, was wir momentan sehen, ist wirklich nur die Gegenbewegung. Da ist noch kein Trend da. Ja? Im kleinsten zwar natürlich in den fünf Minuten haben wir einen Trend, aber das ist nur die Korrektur des Bewegungsarms. Hier oben das Level ist wichtig. Oder wir kriegen vorher einen Aufwärtstrend. Dann würde ich auch sagen, das ist ein Early Bird. Das kann man gut und gerne nehmen. Aber. Die Korrekturkuh ist hier noch lange nicht vom Eis. Und wir haben ja vor kurzem auch in dem Spezial zum Öl nicht umsonst gesprochen, dass dieser Bereich hier oben doch etwas, ähm, sage ich mal, schwieriger äh, werden könnte. Man muss sehen, wenn das früher jetzt kommt. Ganz klar, natürlich, Texas war lahmgelegt, das ist einer der, der größten oder ich glaube das der größte äh, Verbraucher von, von, von Öl in den USA, weil dort auch extrem viele Leute permanent mit dem Auto äh, hin und her fahren. Ähm, aber man muss halt auch sehen, äh, durch das Thema ähm, des, äh, des, des Öls, es wird jetzt früher ähm, die ganzen ähm, Produzenten, die jetzt durch den harten Winter nichts produzieren konnten, kommen dann wieder äh, und bringen Öl. Das Thema Schieferölförderung wird jetzt auch wieder interessant. Ähm, das darf man nicht vergessen und mich würde es auch nicht wundern, äh, wenn wir jetzt hier oben irgendwann wieder eine Trendumkehr zur Unterseite sehen. Das ist noch lange, nicht, äh, noch lange nicht so weit, also wir sind davon noch weit, weit entfernt, nur jetzt hier schon von aus jetziger Sicht, äh, das was wir jetzt gerade hier sehen, morgens 10 nach 9, jetzt schon von dem Ende der Korrektur zu sprechen, ist ein bisschen früh. Es sieht so aus, als wenn der Markt hoch möchte und wenn er das macht, was ich gerade auch in der Stunde gezeigt hat, habe, haben wir gut und gerne die Chance hier eine Umkehr zu bekommen und die die Oberseite wieder anzulaufen. Das möchte ich nicht wegwischen, aber jetzt sofort per se würde ich sagen, noch ist die Kuh hier nicht vom Eis. Und damit noch kurz der Blick in den DAX. Ja, der kommt ein Stückchen oder ist äh, ein bisschen zurückgekommen von dem, was wir in der Nacht gesehen haben. Also wenn wir uns mal ganz kurz die Tageskerze anschauen hier, da haben wir ganz klar gestern auch schön den Aufstieg gehabt zur Oberseite hin. In der Nacht sind wir ein bisschen zurückgekommen, aber das Coole ist, wenn wir uns den Stundentrend mal anschauen, der ist intakt aufwärts gerichtet. Und das ist das Schöne, was wir hier sehen. Hier schön nach oben gelaufen, intakt zur Oberseite hin. Wir haben auch ein paar wichtige Level, ein paar wichtige, ähm, ähm, sag ich mal, charttechnische Marker rausgenommen. Hier dieses alte Widerstandslevel um die 13.995 Punkte. Na, das ist immer drunter. Jetzt kommen wir wieder so schön drüber. Das ist hochinteressant, wenn es dann hier zur Trendfortsetzung kommt wäre es echt spannend zu sehen, dass wir hier oben am Zwischenhoch bei 1472 den nächsten Kaufschub bekommen und dann sehen wir schon hier oben am Widerstand bei 14154 zählen. Schaut hochinteressant aus. Schön für die bullische Longseite. Sehr, sehr interessant. Sollten wir allerdings hier oben am Zwischenhoch ein bisschen über der Marke von 14.050 Zählern die Umkehrproben, dann wird es interessant. Wo haben wir den nächsten Ankerpunkt? Natürlich hier unten in diesem Drehbereich. Äh, 13.923 Zähler hat man hier das Zwischentief. Fliegen wir da drunter, dann haben wir hier unten Gegenbewegung. Das heißt hier 13.781, 13.448 bzw. hier dieses Schwunglevel da unten rein, hier im Bereich von 13.700, naja knapp 87 bis 13.730, das ist einiges da. Aber momentan spielt der Markt die Oberseite an und wie schon gesagt, wenn wir hier dieses Zwischenhoch oben rausnehmen, 14.072, das ist auch eine wichtige Marke. Naja, was heißt wichtig? Doch, das ist schon eine wichtige Marke auch für den Tageschart, denn wir sehen hier, wenn wir uns diesen, sage ich mal, Trendverlauf mal anschauen, den wir hier haben, das ist für viele nicht so leicht zu sehen, deswegen skizziere ich es mal an, ähm, dann sehen wir schon, äh, warum diese Marke da oben von äh, 13.000, äh, von 14.072 so wichtig ist, denn... Ähm, das ist hier, schaut euch das mal an. Das ist der Trend, den wir hier auf der Tagesbasis zur Unterseite hin sehen. Und der hat dort oben natürlich angeschlagen. Das war das Korrekturhoch. Und wenn wir das jetzt tatsächlich nach oben hin rausnehmen würden, das wäre schon ein starkes Zeichen. Und dann könnte es. Durchaus relativ schnell wieder Richtung Allzeit hochgehen, aber the proof of the pudding steht noch aus. Ja. Sollten wir hier oben dann versagen im Widerstand, dann könnte es Duster werden, relativ flott wieder zur Unterseite runterlaufen. Das muss man dann sehen. Also da ist noch einiges an Fragezeichen, aber die kurzfristigen Händler, die werden das Ganze doch durchaus schnell mit sehen und ja, ich habe es ja am Anfang gesagt. They did it again. Es ist immer wieder das gleiche Spiel. Ich habe gestern in meinem ähm, privaten Portfolio beispielsweise den SP 500 wieder gekauft. Äh, im, äh, hier, ich gehe mal ganz kurz da drauf. Hier, Kaufsignal. Hier, Ausbruch oben drüber. 8300, äh, 3.860 Punkte Marke. Da haben wir hier oben das Ding fliegen lassen. Wir hatten hier unten das erste höhere Tief. Dann hat der Markt angefangen äh, zu trenden. Dann haben wir hier die gute Chance gehabt, dieses Widerstandslevel rauszunehmen. Also das war die Einladung schlechthin, äh, die Position auch einzugehen. Und jetzt geht es halt für mich. Also das ist jetzt mal das, was der Seidel macht. Ja, äh, Das ist also meine persönliche Sache, wie ich das Ding trade. Wenn wir hier oben diese korrektive Abwärtssache rausgehen und dort weiter hochtrenden, ist das für mich ein Punkt, die Position entsprechend aufzustocken. Das ist das, was dann kommt. Das ist folgerichtig. Damit wird der Markt nach oben schön getrendet. Das sieht man auch schön im Stundentrend, was hier passiert ist. Jetzt haben wir die Korrektur und wenn wir da wieder nach oben treiben, ist das halt wirklich ein guter Punkt, die Position groß zu machen. Das ist also das, was ich gesagt habe. Klein anfangen und wenn es der Markt spielt, reinhauen. Punkt. Die Maus und solange wie es spielt, kann man es traden. Und wir haben ein paar gute Punkte oben dran, wo wir durchaus Dynamik bekommen können. Und mit Blick auf das ganz, ganz große Bild hier sehen wir halt hier oben die Marke von 3.900 um die 40. Die wird dann extrem wichtig, weil das ist hier oben schon ein schwieriges Level. Und wenn wir da abprallen, dann müssen wir ganz stark die Unterseite bitte nehmen. Aber bis dahin ist halt noch Luft und da kann man in der jetzigen Geschichte durchaus, wenn man die Position schon im Gewinn hat, etwas aggressiver nach oben scannen. Also das ist, wie schon gesagt, mal der Plan, den ich hier an dieser Stelle ähm, verfolge. Und damit sage ich an diesem Punkt, wie jeden Morgen, manchmal sage ich es, manchmal habe ich es nur im Kopf, machen Sie sich einen Plan, traden Sie den Plan und dann läuft es. An dieser Stelle sage ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war wieder interessant und wer mag, gerne. Heute Mittag 12.30 Uhr der Wall Street Traders Lunch auf meinem privaten Facebook-Profil gerne mit anschauen. Wer es im Nachgang schauen möchte, ich lade das Ganze auch immer auf den YouTube-Kanal der Investorschule hoch. Das Ganze kostet nichts, ist aber immer wieder interessant, bekomme ich auch als Rückmeldung. Deswegen einfach den YouTube-Kanal der Investorschule abonnieren und dort auch nichts verpassen. Ich freue mich drauf, auch wenn es dort wächst. Bis dahin alles Gute, empfehlen Sie uns weiter und bis morgen früh live hier bei Tigme oder heute Mittag im Wall Trader's Lounge. Danke und bis später. Tschüss. thank you